Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. In der heutigen Folge zeige ich euch, wie ihr eine Beauty-Retusche in Premiere Pro machen könnt. Was es dazu braucht, gleich nach dem Intro. Ja, ich habe hier mein Videomaterial hier, diese wunderschöne Dame hier drin und das Plugin, das ich hier verwende, im Moment noch in der Demo-Version, ist hier von Digital Archery Energy, die Beauty Box. Ich gehe mal hier auf die Webseite. Hier sehen wir das, dass dieses Tool von NBC und verschiedenen anderen TV-Sendern für Digital Make-up Easily Retouching Video Footage verwendet wird. Nun, wie funktioniert das? Hier kann man das Ganze als Demo runterladen und dann ausprobieren. Wenn man das installiert hat, habe ich hier diesen Ordner Digital Energy Beauty Box drin und ich ziehe mir diese Beauty Box hier auf mein Video drauf. Kommt hier noch bei der Demo die Abfrage. Wenn ich es gekauft habe, kann ich es hier gleich durchklicken. Und wir haben jetzt hier den Effekt auf dem Video liegen. Ich gehe hier zu den Effekteinstellungen. Hier oben habe ich, wie viel die Haut weich gezeichnet werden soll, den Smoothing Amount. Dann, wie viel der Detail der Haut erhalten bleiben soll. Dann hier unten hat es bereits automatisch hier einen gewissen Anteil an Hauttönen hier ausgewählt. Ich kann das mal hier ein- und ausschalten. Ich weiß nicht, ob man das sieht hier im Video. Es hat ganz eine leichte Hautverbesserung. Wir können dann auch hier natürlich hier Set Color machen und dann hier selber hier die Hauttöne auswählen. Hier in diesem Fall die dunkleren Hauttöne. So. Und dann hier in diesem Fall die hellen Hauttöne. Nehmen wir das mal hier. Und jetzt schalten wir das nochmal ein und aus. Jetzt glaube ich, sieht man das doch schon sehr deutlich, wie der Unterschied hier in diesem Plugin ist. Ich kann hier das noch ein wenig zurückdrehen, wenn mir das zu viel ist. Ich denke so 15% etwa reichen. Schalten wir das nochmal ein und aus. Ja, man sieht ganz schön, wie die Haut hier sauber und schön weich gezeichnet wurde. Ich kann das Ganze natürlich auch animieren. Hier in diesem Fall wollen wir das natürlich nicht, weil das Ganze wurde hier automatisch mit den Tönen, mit der Hautfarbe richtig erkannt. Und auch wenn sich hier das Bild bewegt, bleibt die Beauty-Retusche hier auf der Haut von dieser Dame hier liegen. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video zur Beauty-Box und Beauty-Retusche in Premiere Pro gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr hier oben meinen Kanal abonniert. Dann sehen wir uns sicher in einer Woche wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, seid kreativ und bis bald. Tschüss!